In der Fertigung kann es immer wieder zu neuen Anforderungen kommen. Heute hat Produktionsleiter Hans für seinen Maschinenbetreiber Michael eine echte Herausforderung. Ein wichtiger Kunde benötigt bis abends 500 Werkstücke. Das ist knapp. Michael beginnt sofort mit der Arbeit an dem eiligen Zusatzauftrag. Der Auftrag muss termingerecht fertig werden und die Qualität der Werkstücke muss perfekt sein. Der Produktionsprozess ist glücklicherweise vollautomatisiert. So kann er fast ohne Michaels Zutun ablaufen. Eine Bildanalyse prüft, ob der Rohling korrekt eingespannt ist. Sollte der Rohling einmal falsch positioniert sein, wird dies erkannt und automatisch korrigiert. Ist alles okay, startet die Bearbeitung. Sind die produzierten Bauteile in Ordnung? Das beurteilt das Qualitätsmanagement. Eine Prozessüberwachung prüft, ob die wesentlichen Bearbeitungsschritte korrekt durchgeführt wurden. Die Qualität wird während der Bearbeitung kontinuierlich überwacht und dokumentiert. Nach bestandener Qualitätskontrolle ist das Werkstück direkt zur weiteren Bearbeitung freigegeben. So hat die Qualitätsmanagerin einen leichten Job. Die Erfassung und Analyse der Bearbeitungsdaten erfolgt während der Fertigung. Die Qualität der hergestellten Teile wird durchgehend überwacht. Dies ermöglicht einen hohen Werkstückdurchsatz bei gleichbleibend bester Qualität.